Einen besonderen Blick bietet seit Donnerstag die Einfahrt nach Parchim auf dem Wasserweg. Parchimer Sehenswürdigkeiten in einer Wassergalerie begrüßen die Bootstouristen. Die Idee hatten die Eigentümer des Grundstücks hinter der Mauer, Katrin Fischer-Perlin und Thorsten Fischer. Weil wir hier doch öfter draußen sitzen mit den Alteigentümern und ganz viele Boote vorbeifahren. Jetzt so seit Ostern bis, ich sag mal, ungefähr Oktober. Und jeder uns immer angeguckt hat, weil sie ja hier so Schrittgeschwindigkeit fahren, geguckt und haben gesagt, Mensch, die Mauer bietet das eigentlich an. Das lädt quasi einen dazu. Wir machen da ein paar Motive drauf. Dann habe ich den Bürgermeister angesprochen und gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Wollen wir das nicht so machen? Ja, perfekt. Und dann kam die Idee mit Herrn Tim. Dass wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen ein paar Motive, du bist der Künstler. Die Altstadtmotive aus Parchim hat Künstler Volker Timm in 4 Wochen mit Fassadenfarbe aufgebracht. Vorher wurde die Mauer für das Kunstwerk hergerichtet. Rathaus, Kaiserliches Postamt, Wasserturm und St. Georgenkirche zeigen sich auf gut 50 Metern. Naja, als die Idee aufkam, hieß es ja, mal an und 18 Felder. Und jetzt muss man aber schauen, wie ist es optisch von der gegenüberliegenden Flussseite, von der Flussmitte, für die Schiffe ist es ja gedacht halt eben. Also, und da war die Herausforderung, die passende Größe praktisch für die, weil das Format der Mauer ist ja relativ schwierig halt, lang und schmal halt eben. Also, das war die Herausforderung. Und halt, ich habe die Gebäude so perspektivisch ein bisschen gedreht eben. Die Kosten für das Kunstwerk übernahm die Stadt Parchim, für die dieser Farbtupfer ein kleines, aber wichtiges touristisches Highlight ist. Es macht aufmerksam auf Parchim. Die Leute nehmen es wahr. Und ich glaube, es ist etwas Schönes, was Parchim, ich sag mal, hier direkt an der Müritzelle Wasserstraße ein bisschen herausstechen lässt. Ich finde, es ist eine tolle Idee. Es sind fast 50 Meter mit Parchimer Motiven. Es ist ein Blickfang und macht vielleicht auch für die Bootstouristen dann auch Lust, in Parchim dann auch mal Halt zu machen. Wer von der Müritz-Elde-Straße nun in die Stadt kommt, weiß sofort, wo er ist, denn auch das Ortseingangsschild Parchims hat seinen Platz auf der Wassergalerie gefunden.